Punkt 18, dritte Lesung, Sitzentwurf Fraktion Die Linke, Clearingstellen, Behandlungsfonds, Unterstützung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz. Berichterstatter ist der Kollege Pürsün. Auf. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Bericht erstatten. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD und Freie Demokraten gegen SPD und DIE LINKE. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann eröffnen wir die Aussprache. Beginnt die Frau Kollegin Papst-Dippel, AfD-Fraktion. Ich habe ja nichts dagegen, dass hier ein Gesetzentwurf ist. Sie können auch anfangen. Wir wissen, dass der Präsident die Reihenfolge festlegt der Rednerinnen und Redner. Aber ich mache das ja sehr freundschaftlich und liberal, Kollege Felzerhausen. Das weißt du ja. Dann nehmen wir erst die Frau Kollegin Sönmez. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wie uns allen bekannt, Hunderttausende Menschen in Deutschland, Zehntausende in Hessen haben keine oder nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu medizinischen Leistungen. Heute beraten wir in dritter Lesung einen Gesetzentwurf meiner Fraktion DIE LINKE, der zwei Dinge ermöglichen soll. Erstens, mittels Clearingstellen einem großen Anteil dieser Menschen wieder zu einer funktionierenden Krankenversicherung, zu einem funktionierenden Krankenversicherungsschutz zu verhelfen, und zweitens über einen Behandlungsfonds eine sofortige medizinische Versorgung zu gewährleisten. Warum das so wichtig ist, will ich Ihnen noch einmal mit Zitaten aus der Anhörung vor Augen führen. Ich möchte mich aber auch auf diesem Wege bei all den vielen Ehrenamtlichen bedanken. Denn Sie sind es letztendlich, die im Rahmen Ihrer begrenzten Möglichkeiten das Menschenrecht auf Gesundheit für alle aufrechterhalten wollen. Herr Zimmer von den Maltesern Offenbach hat die Situation eigentlich sehr zutreffend zusammengefasst. Zitat: Wir sind subsidiär dort tätig, wo der deutsche Staat blind ist, wo wir eine Lücke im System haben, wo wir weder den Artikel 1 noch den Artikel 2 des Grundgesetzes ausreichend würdigen, wo wir auch die entsprechenden Vereinbarungen auf EU- oder UNO-Ebene momentan noch missachten. Dort treten wir mit unseren Ehrenamtlichen ein. Schauen wir einmal, wo zeigt sich der deutsche Staat blind. Dazu möchte ich Ihnen zwei Beispiele von Frau Haslach, Medinetz Marburg, vortragen. Der erste Fall, Zitat, der erste Fall ist eine Frau aus dem EU-Ausland mit chronischen Schmerzen, die eine Operation der Gallenblase dringend brauchte. Sie wurde aufgrund fehlender Kostenträger zunächst nicht durchgeführt. Die Schmerzen verschlimmerten sich. Sie musste mehrmals notfallsmäßig ins Krankenhaus, aus dem sie lediglich mit Schmerzmitteln wieder entlassen wurde. Wir konnten ihr letztendlich Untersuchungen und Behandlung ermöglichen, jedoch mit monatelangen Verzögerungen, einem schlimmen Leidensweg für die Patientin und trotzdem mit nicht gedeckten und nicht zielführenden Kosten. Oder eine junge Frau, die für ein freiwilliges soziales Jahr nach Deutschland kam. Kurz bevor das FSJ ablief, wurde sie schwanger, und es endete auch ihr Versicherungsschutz. Durch die Corona-bedingten Reisebeschränkungen konnte sie aber nicht in ihr Heimatland zurück. Die Kosten der nötigen Vorsorge lagen weit über ihren finanziellen Möglichkeiten. Und Schwangere, meine Damen und Herren, sind im Übrigen sehr oft von mangelndem Krankenversicherungsschutz betroffen. Noch ein Beispiel von Frau Lehmann von den Maltesern in Frankfurt. Zitat: Bei uns war neulich eine Spanierin, die einen Tumor hatte und jetzt operiert werden musste, nicht erst in 9 Monaten. Dann wäre nämlich alles zu spät gewesen. Aber eine Tumoroperation kostet Unsummen. Deswegen plädieren wir extremst für den vorliegenden Gesetzentwurf und den Behandlungsfonds. Wir müssen schneller handeln können. Das ist uns aber zurzeit nicht möglich. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Diese Menschen sind ehrenamtlich tätig. Sie wollen helfen, und unser bestehendes System hindert sie daran, effektiv Hilfe zu leisten. Stattdessen müssen sie, wie Frau Lehmann verdeutlicht hat, betteln gehen, oder die Menschen erleiden eben Schmerz oder sterben.
Auch das Gesundheitsamt in Frankfurt, welches immerhin 100.000 € jährlich für humanitäre Sprechstunde erhält, beklagt dieselbe Situation, indem sie eben über die ärztlichen Tätigkeiten hinaus sich dafür einsetzen müssen, Patienten wieder ins Sozialsystem zu bringen. Das führt auch bisweilen zu Überforderung. Ich meine, nun warnen ja die Regierungsfraktionen vor aus ihrer Sicht unnötigen Parallelstrukturen. Frau Haslach vom Medinetz Marburg hat Ihnen darauf bereits an der Anhörung eigentlich deutlich geantwortet. Ich zitiere, wir arbeiten derzeit in einer Parallelstruktur, von der wir wegkommen müssen. Deswegen ist es toll, dass der Gesetzentwurf auch das Clearing so hervorhebt, denn gerade beim Clearing stoßen wir an unsere Grenzen. Aber für die Regierungsfraktionen zählt ja, wie bekanntlich, zählen diese Hinweise der Anzuhörenden leider nichts. Stattdessen werden sie nur vertröstet. Herr Bocklet und das Ministerium wollen die Krankenversicherung in die Pflicht nehmen. Wie sie das aber zeitnah umsetzen wollen, konnten sie uns bisher nicht erklären. Währenddessen spüren eben ehrenamtlich Engagierte der 14 hessischen Einrichtungen tagtäglich bei ihrer Arbeit den Widerstand der Krankenversicherung, wenn es um die Wiedereingliederung dieser Menschen eben in das Krankenversicherungssystem geht, meine Damen und Herren. Aber nein, von Schwarz-Grün kommt die Rückmeldung eben, es bestünde kein Bedarf und sie können den Bedarf eben hier nicht erkennen. Stattdessen suchen die Herren und Damen der Regierungskoalition und insbesondere auch Herr Bocklet gern die Schuld bei den Menschen, die in Not geraten sind. Während Tausende Selbstständige gerade aus Kultur und der Veranstaltungsbranche aktuell nicht wissen, ob sie ihre Miete zahlen, ihrer Familie etwas zu essen kaufen oder aber eben die Krankenversicherung bezahlen sollen, beklagt Herr Bocklet deren Verrat am Solidarsystem. Und, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, das geht an der Lebensrealität dieser Menschen vorbei. Sie ignorieren. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Menschen, das war mein letzter Satz, Herr Präsident. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Sönmez. Jetzt kommt die Frau Kollegin Papst-Diebel, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben in den vergangenen Sitzungen lange darüber diskutiert, ob eine Clearingstelle und ein Behandlungsfonds zur Unterstützung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz sinnvoll und zielführend ist. Ja, es gibt auch in Hessen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen und aus diesem Grund in ihrer medizinischen Versorgung benachteiligt sind. Die derzeitige Regelung in Hessen, wie im Notfall mit diesen Patienten verfahren wird, ist allerdings eindeutig. Jeder hat das Recht auf eine medizinische Notfallbehandlung. Kein Arzt oder Krankenhaus darf eine Behandlung aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes ablehnen. Die Behandlungskosten werden in Rechnung gestellt, es können Ratenzahlungen vereinbart werden. Bei Patienten, die nicht die Möglichkeit haben, die entstandene Rechnung zu bezahlen, ist das zuständige Sozialamt grundsätzlich dazu verpflichtet, in Not geratenen Personen mit einer Kostenübernahme unter die Arme zu greifen. Ein Behandlungsfonds sorgt an dieser Stelle für mehr kostenintensive Bürokratie. Clearingstellen in den Kreisen bedeuten ebenfalls weiteren Arbeitsaufwand und höhere Kosten, lösen aber nicht das eigentliche Problem. Das Kernproblem, und das sehen nicht nur wir so, ist doch das Nicht-Erreichen der Betroffenen und ein vorhandenes Schamgefühl. Im Idealfall, und das hörten Sie auch zuletzt von uns, kommen Menschen überhaupt nicht erst in die Situation, eine Kostenübernahme beim Sozialamt beantragen zu müssen. Die vorhandenen Möglichkeiten auf ein eigenständiges Leben müssen den Empfänger erreichen, und dieser muss das Angebot annehmen. Wie wir bei einer der letzten Sitzungen bestätigt bekommen haben, liegt es oft entweder eben am Schamgefühl der Betroffenen oder an der Unwissenheit bzw. Unfähigkeit, sich Informationen zu beschaffen. Diese Diskussion hat mich oft an den Antrag zum Entlassmanagement erinnert. Wenn bereits bestehende und etablierte Systeme nicht funktionieren, wird nicht darüber nachgedacht, wie man es funktionstüchtig gestalten kann. Es werden neue Maßnahmen ergriffen, von denen man ein besseres Ergebnis erhofft. Beim aktuellen Thema stellt sich nicht die Frage, ob Menschen ohne jegliche medizinische Versorgung auf sich gestellt sind, sondern wie wir mit diesen Menschen,
die bereits bestehenden Möglichkeiten nahebringen und eventuell auch bei psychischen Erkrankungen begleiten können. Hier sehen wir insbesondere auch die Krankenkassen und Versicherer in der Pflicht. Diese noch offenen Fragen sind mit einfachen Vorschlägen wie Clearingstellen und einem Behandlungsfonds nicht zu beantworten. Statt einer Lösung bringt dieser Antrag nur zusätzliche Kosten mit sich, die an anderer Stelle zu besseren Ergebnissen führen können. Wenngleich ein Behandlungsfonds für schwere Erkrankungen sinnvoll erscheint, lehnen wir heute diesen Gesetzentwurf insgesamt aus genannten Gründen ab. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Abg. Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir lehnen den vorliegenden Gesetzentwurf weiterhin ab. Während Sie 100 Schleifen drehen, durch ein unübersichtliches Labyrinth stolpern und dafür einen überteuerten Eintrittspreis zahlen, bevorzugen wir den direkten Weg. Wir wollen weniger komplizierte und bürokratische Verwaltung, nicht mehr. Das Problem ist jetzt nur, dass die Landesregierung am liebsten gar keinen Weg geht, sondern geduldig wartet, dass das Ziel zu Ihnen kommt oder jemand anderes den Weg für Sie geht. Vor 2 Wochen haben wir zu dem Thema soziale Hilfen für Menschen in Not einen dringlichen Berichtsantrag im Sozialausschuss gestellt. Dazu gehörten auch Fragen zur Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, denn die Debatten dazu hier im Plenum sowie im Ausschuss und auch die Anhörungen haben gezeigt, es ist ein echtes Problem, dass Menschen bisweilen keinen Zugang zu dringend notwendiger Gesundheitsversorgung bekommen. Es geht bisweilen um Leben und Tod. Und der Verweis auf die eigentlich bestehende Versicherungspflicht hilft da wenig, wenn der Hirntumor nicht rechtzeitig entfernt werden kann. Im Übrigen sei angemerkt, dass die Pandemie das Problem verschärfen wird. Was glauben Sie, was mit den ganzen Künstlern und Solo-Selbstständigen passiert, die um ihre Existenzen bangen? Vielleicht sollten Sie sich mal schlau dazu machen, wie viele Verträge seit Beginn der Pandemie bei den Versicherungen als ruhend gemeldet wurden. Was raten Sie den Menschen, Herr Staatsminister Klose, die ihre Beiträge nicht mehr bezahlen können? Nachdem wir zunächst den Eindruck hatten, dass auch Grüne und CDU das Problem erkannt hätten, wurden wir dann in der letzten Plenardebatte eines Besseren belehrt. Kollege Bocklet behauptete beispielsweise, dass die Betroffenen immer einen Arzt fänden und keineswegs lebensbedrohlich gefährdet würden. Alle Anzuhörenden haben das Gegenteil bestätigt. Statt eine Lösung vorzulegen, zeigen die Regierungsfraktionen mit dem Finger auf die Krankenkassen. Es wird auf die Kundenberatung der Kassen verwiesen. Die seien nun also diejenigen, die in der Pflicht seien, die Menschen einzugliedern. Zu unserem dringlichen Berichtsantrag erfuhren wir dann, dass die Landesregierung mit den Krankenkassen im Gespräch dazu sei. Spannend ist aber, dass diese jedenfalls sagen, dass es zu dem Thema des fehlenden Versicherungsschutzes noch nie Gespräche gab. Überhaupt gäbe es keinen turnusgemäßen Austausch. Die Antworten des Ministeriums auf unseren dringlichen Berichtsantrag waren auch im Übrigen ernüchternd. Außer, dass nämlich mit dem Finger auf die Krankenkassen gezeigt wird, schiebt die Landesregierung die übrige Verantwortung auf den Bund ab, auf die Kommunen und auf die Ehrenamtlichen. Das ist symptomatisch für die hessische Sozialpolitik. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fordern schlankere und einfachere Verwaltungsstrukturen für mehr Übersichtlichkeit, sowohl für die Betroffenen als auch für die Hilfeleistenden. Wir fordern zu prüfen, inwiefern humanitäre Sprechstunden, wie es sie in einzelnen Städten gibt, auch auf andere Städte ausgerollt werden können. Wir fordern, dass Sie sich mit allen Akteuren ins Benehmen setzen und eine Lösung erarbeiten. Wenn Sie alle Vorschläge ablehnen, machen Sie eigene. Gehen Sie mal einen Schritt Richtung Ziel. Trauen Sie sich. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Med. Bartelt, CDU. Arzt meines Vertrauens.
Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist und bleibt eine Herausforderung, dass 80.000 Menschen in Deutschland keinen Krankenversicherungsschutz haben. Die bisherigen Bundesgesetze 2007, Einführung Pflicht zur Krankenversicherung, und 2013, Beitragsentlastungsgesetz, haben seinerzeit die Zahl halbiert. Das kann uns aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zufriedenstellen. Ich möchte jetzt die Debatten der ersten beiden Lesungen nicht wiederholen, sondern möchte die Maßnahmen zusammenfassen, die die Koalition in dieser Legislaturperiode umsetzen wird. Das, was im Koalitionsvertrag steht, das wird auch umgesetzt, wohlüberlegt umgesetzt. Erstens. Bildung eines Fonds zur Finanzierung spezialisierter und kostenintensiver Behandlungen, meist im stationären Bereich, für Patienten ohne Krankenversicherungsschutz. Zweitens. Stärkung und Unterstützung von Einrichtungen, die bereits jetzt diesen Personenkreis kostenfrei behandeln. Das sind kommunale Gesundheitsämter, das sind karitative Strukturen. Drittens. Einwirkung auf gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherungen, den Personenkreis wieder in die Versicherungssysteme einzugliedern. Das ist kein Fingerzeig auf die Krankenkassen, das ist in keiner Weise eine Schuldzuweisung, sondern das sollen Gespräche sein, und wir müssen da auch entsprechende auf Bundesebene Voraussetzungen schaffen, dass diese Wiedereingliederung gelingen kann. Und dazu gehört insbesondere eine Initiative auf Bundesebene, dass erneut ein Beitragsentlastungsgesetz wie 2013 auf den Weg gebracht wird. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass es auch realistisch ist, dass dieser Personenkreis wieder den Weg in die gesetzliche Krankenkasse findet. Auf europäischer Ebene gibt es ja die Möglichkeit, wenn man nachweist, in einem EU-Staat und in einigen weiteren Staaten krankenversichert zu sein, dann einen Behandlungsschein zu bekommen, wird meist über die AOK abgewickelt, um sich hier behandeln zu lassen. Diese Art des Versicherungsschutzes erlischt aber nach 3 Monaten. Wir müssen Wege finden, dass in besonderen Fällen dies auch verlängert werden kann, dann ohne dass der Personenkreis in ihre Ursprungsländer wieder einreist, etwa eine europäische Versicherungskarte oder Möglichkeiten, ohne Präsenz dort im Land dieses zu verlängern, wenn eine Begründung vorliegt, wie etwa jetzt Corona oder weitere Möglichkeiten, nicht reisen zu können. Das sind die Probleme, auf die Frau Sömmnis auch mit Recht hingewiesen hat. Hier müssen wir auch initiativ werden. Das werden wir tun. Sie sehen, in vielen Punkten besteht durchaus Übereinstimmung mit den Ideen, mit der Motivation des Gesetzentwurfs. Wo wir uns aber unterscheiden, ein wesentlicher Punkt ist die Einführung von Clearingstellen. Hier bleiben wir dabei, hier würden Doppelstrukturen geschaffen werden. Das halten wir nicht für sinnvoll, das kostet viel Geld. Das sollte man besser den Betroffenen zukommen lassen. Deshalb werden wir diesen Gesetzentwurf ablehnen. Wir danken uns aber durchaus, dass dieses Problem thematisiert worden ist, und wir werden einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, und wir werden auch die begleitenden Maßnahmen, die wir genannt haben, in die Wege leiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Sommer für die Fraktion der Sozialdemokraten. Ja, genau. Okay. So. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nichtversicherte brauchen Unterstützung und müssen bei akuten gesundheitlichen Problemen Zugang zur Versorgung haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wir haben in der Anhörung und in den Debatten aufzeigen können, dass Nichtversicherte faktisch ausgeschlossen von dieser gesundheitlichen Versorgung sind. Deswegen ist dieser Gesetzentwurf sehr berechtigt. Die Anhörung hat zudem gezeigt, dass all jene, die die Menschen versorgen und Ahnung auch von dieser Materie haben,
den Gesetzentwurf begrüßen. Also, da gab es keine Kritiken. Und Sie sehen es als notwendig an, dass sich das Land Hessen nicht länger auf quasi dieser ehrenamtlichen Arbeit und den Einsatz der Hilfsorganisationen, die sich natürlich unermüdlich für diese Menschen ohne Gesundheitsschutz einsetzen und ihnen helfen, ausruht, sondern endlich die Lücke schließt, das Gesetz erhebt, um der menschenrechtlichen Verpflichtung der körperlichen Unversehrtheit und der Krankenversorgung nachzukommen, meine Damen und Herren. Wir hören heute sicherlich wieder Ihre Ausrede vom Prüfen und dass Sie andere Wege gehen wollen, Ihren hessischen Weg. Aber dann gehen Sie ihn auch und warten Sie nicht zu lange. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sicherlich der ein oder andere durch die Covid-Situation auch Probleme bekommen wird. In Ihrem Koalitionsvertrag steht, Sie werden prüfen, in welcher Form ein Fonds eingeführt werden kann, der eine anonyme Krankenbehandlung ermöglicht und Modelle des anonymen Krankenscheins auch aus anderen Ländern noch einmal anzuschauen. Und die wollen Sie nutzen für Ihre Expertise. Und da frage ich mich, was ist mit Ihrer Prüfung des anonymen Krankenscheins? Davon hört man überhaupt nichts. Dabei gibt es schon Evaluationsberichte von denjenigen, die das seit Jahren machen, beispielsweise aus Niedersachsen. Das zeigt ganz deutlich, dass mit einem solchen Angebot Menschen bereits in einem frühen, noch akuten Stadium ihrer Krankheit eben eine Krankenbehandlung bekommen können. Dadurch werden teurere Behandlungen vermieden und auch die Verschiebung in Notaufnahmen wird vermieden. Das kann eben unnötiges Leiden verhindern, meine Damen und Herren. Auch kann es, und das war ja auch ein Schwerpunkt, der in der Anhörung vorgebracht worden ist, kann Ungeborenen und Schwangeren durch einen rechtzeitigen Zugang zu Versorgungsuntersuchungen im Schwangerschaftsverlauf unterstützen, ebenso Kinder frühzeitig versorgen, U-Untersuchungen beispielsweise durchführen, kann aber auch beispielsweise zu Impfberatung und den Erhalt von Impfungen, was uns ja jetzt auch beschäftigt, verhelfen, um einfach Subpopulationen zu vermeiden und kann übertragbare Krankheiten, und auch das ist Corona, frühzeitig diagnostizieren und die Versorgung sicherstellen. Und last but not least, beratende Ärztinnen und Ärzte und Krankenhäuser bekommen dann endlich die Sicherheit, medizinisch notwendige Behandlung zu ermöglichen, ohne bürokratische Hindernisse und ohne Unklarheit der Erstattung der Kosten, meine Damen und Herren. Also lesen Sie die Evaluation, dann können Sie sich die weitere Prüfung sparen. Und wir haben endlich eine Versorgung der papierlosen bzw. nicht krankenversicherten Menschen. Ich habe, wie gesagt, die Befürchtung, dass das durch Covid noch verschlimmert wird. Und die Zahlungen an die Kassen sind dann in einer solchen Situation eben nicht erschwinglich. Und auch die Erfahrung zeigt, dass die Basis- und die Notfalltarife da nicht weiterhelfen. Deswegen ist es jetzt die Zeit, vorzusorgen und etwas zu tun. Worauf warten Sie noch, meine Damen und Herren? Und ich sage es auch heute noch einmal. Ich habe es im Ausschuss schon getan. Sie haben darauf verwiesen, dass Sie Kontakt und Austausch zu den Kassen haben. Und die würden sich sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit ihnen aufnehmen, weil bisher wurde nicht gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Suchen Sie also die Lösung, verschlafen Sie die Zeit nicht, sondern handeln Sie endlich. Menschen, die erkrankt sind, müssen Behandlung finden. Jeder Mensch, und das kann man nur immer wiederholen, hat das Recht auf das jeweils höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Das ist in Hessen derzeit nicht der Fall. Um das zu ändern, stimmen wir dem Gesetz der Linken zu. Und dann abschließend wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten und in diesem Sinne bleiben Sie gesund. Danke schön. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der nächste Redner der Kollege Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kollegen, mal habe ich es nicht auf, mal habe ich es zu oft auf. So,
Der Kollege Dr. Bartelt hat auch hier schon wieder in vorbildlicher Weise das Problem beschrieben. Wir haben zu viele Menschen in diesem Land ohne Krankenversicherung. Die Frage ist natürlich, was wollen wir jetzt mit diesem Gesetz regeln? Wir werden, wenn wir unser Ziel ist, dass diese Menschen einen Zugang zum Gesundheitssystem bekommen und eine ausreichende Versorgung, dann können wir als Land sozusagen außerstrukturell etwas in die Wege leiten, nämlich einen eigenen Gesundheitsfonds einrichten, der sozusagen diese Kosten den Ärzten signalisiert, aus diesem Fonds bekommst du dieses Geld für Menschen, die nicht versichert sind. Damit wird dem Bild auch entgegengewirkt, dass irgendein, ich sage das nochmal, Herr Pürsün, ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, Ausnahmen mag es immer geben, aber dass, wenn Menschen hier in Notlagen kommen, das sollte man dann auch von hier aus nicht sagen, dass Menschen, die in Notlagen kommen, das hat auch selbst eine Vorrednerin hier gesagt, niemand wird unbehandelt irgendwo liegen gelassen. Das wissen Sie auch. In Notfällen wird kein Mensch zu Tode kommen, nur weil er seine Krankenkassenkarte nicht in der Hosentasche hatte. Das ist völliger Unfug. Wir behandeln alle hier in diesem Land. Und Sie sagen ja selbst auch, mittlerweile geht es ja um diese chronischen Krankheiten oder es geht um Vor- und Nachsorge bei Geburten. Das alles ist ja schon ein Tick filigraner und wirft also die Frage auf, welches Problem wollen wir nun eigentlich lösen? Wollen wir den Ärzten helfen, die nicht auf ihren Kosten hocken bleiben und deshalb Patienten womöglich abweisen? Da hilft ein Fonds. Direkt am Arzt, direkt am Patient, Gelder außerhalb des Systems. Wollen wir allerdings die Menschen zurückführen in dieses Gesundheitssystem, beispielsweise so, dass sie dann müssen wir auf Bundesebene fragen, § 5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vom SGB V auch, dass dort geregelt ist die Verpflichtung dessen, dass man seine Beiträge bezahlen muss und wer sie nicht bezahlt hat, eine Schuld hat. Und dann müssen wir darüber reden, auch wie das Herr Dr. Bartelt schon angekündigt hat, dann brauchen wir ein, Anführungszeichen, ein Amnestiegesetz, was die von allen Schulden befreit, wenn sie wieder, aus welchen Gründen auch immer, jahrelang ihre Krankenbeiträge nicht bezahlt haben. Und da, ich kann, ohne dass ich jetzt hier als Neoliberaler oder Manchester-Kapitalist hier durchgehe. Diese Sorge hat der Herr Pürsün zumindest nicht. Ja? Die Gefahr besteht nicht. Ich freue mich, Herr Dr. Hahn, dass Sie mir das nicht vorwerfen. Aber die Frage der Solidarität muss schon gestellt sein. Es kann auch umgekehrt nicht sein, dass aus welchen Gründen auch immer jemand jahrelang seine Beiträge nicht bezahlt, aus welchen Gründen auch immer, dann sozusagen weiß, ich komme wieder ins System, ohne irgendein etwas abtragen zu müssen. Ich glaube, dass das eine reale Gefahr eines Fehlanreizes ist. Und darüber muss man von Anfang an mitreden. Natürlich soll jemand aufgrund seiner Schulden nicht wieder den Weg zurückfinden. Aber dazwischen muss ein kluger Weg gefunden werden. Und das ist nicht einfach. Aber das ist auch ein Problem. Deswegen, das geht die Frage der Prekär-Selbstständigen, die sehen wir, dass die Menschen sich dort, die Prekär-Selbstständigen, selbst oftmals diese Beiträge nicht leisten können. Aber da müssen wir eine bundesgesetzliche Lösung finden, um das Problem auch zu lösen. Es genügt nicht zu sagen, auch wurscht, der hat 10 Jahre nicht einbezahlt, jetzt hat er zwar 40.000 Schulden, aber das schenken wir ihm mal so eben. Da ist eine Lücke, über die wir reden müssen, eine politische, gesundheitspolitische Lücke, die wir ausdiskutieren müssen. Ich komme also zu dem Punkt, dass ich auch, übrigens, wann haben Gespräche stattgefunden? Ich habe gerade letzte Woche mit, ich nenne ihn jetzt auch die Krankenkasse, ich kann Ihnen auch mal im Kalender nachgucken, welche Uhrzeit ich telefoniert habe, Frau Dr. Sommer, mit der Techniker Krankenkasse genau darüber gesprochen. Ich weiß aus unseren geheimen Informationen, dass auch die Landesregierung eingeladen hat zu einem Gespräch. Also wird vielleicht der Herr Minister noch mal bestätigen können, da sind, finden Gespräche, gerade weil Sie so zu fünft, alle fünf nicht anwesend waren bei der Anhörung, wo Sie ja richtig einmal die Haare gewaschen bekommen haben, dass Sie angeblich so schlecht bezahlen wird. Ich finde, Sie hätten da sein müssen, das habe ich Ihnen auch noch mal klipp und klar gesagt, das ist deren Versäumnis, dass Sie sich der Kritik nicht gestellt haben. Aber offensichtlich scheint es auch nicht ein Problem der gesetzlichen Krankenversicherung zu sein, weil die sagen, es ist überhaupt nicht das Problem, dass wir irgendeine Zielgruppe nicht aufnehmen wollen, womöglich, weil die nur einen geringen Beitrag zahlen. Das ist deren Problem gar nicht, weil sie werden ja aus dem Morbiditätsfonds finanziert, die Kosten. Das heißt, die Krankenkassen, die gesetzlichen, haben überhaupt kein Problem, egal mit welcher Mensch, welcher Ethnie, welchen Einkunft. Die gesetzlichen haben da ein geringes Problem. Dieses Argument schien mir überzeugend. Es scheint offensichtlich das Problem der PK oder der privaten Krankenversicherung zu sein und diese Verschuldungsfrage, die ich angesprochen habe. Deswegen komme ich noch mal zum Punkt. Der Gesetzentwurf will ja eine bürokratischen Überbau schaffen, der sozusagen Streitfälle klärt. Ich glaube, dass es diese Streitfälle gibt, ja. Sie haben auch Fälle gebracht. Ich glaube aber, dass es dafür nicht eine Landesclearingstelle gibt und 26 Landkreise mit einer Stelle und dass wir dafür 8 Millionen Euro ausgeben sollten. Das glaube ich in der Tat nicht. Deswegen wollen wir, dass den Menschen direkt geholfen werden, dass wir die gesetzlichen, rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass Menschen wieder ins Gesundheitssystem und die Krankenkassen finden. Aber dieser Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, der taugt leider dafür nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bocklet. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Vielen Dank,
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch hier die dritte Beratung zu diesem Gesetzentwurf. Ich will erneut eingangs feststellen, dass wir nicht hinnehmen werden und wollen, dass es in Deutschland und auch in Hessen Menschen gibt, die aus dem vergleichsweise eng geknüpften System der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung herausfallen und die deshalb vielleicht aus finanziellen Gründen auf medizinisch notwendige Behandlung verzichten müssen. Und schon in der Debatte zur zweiten Lesung ist ja deutlich geworden, dass, ich glaube, im Ziel jedenfalls sich alle Parteien, die hier vertreten sind, einig sind. Es gibt allerdings ziemlich wesentliche Differenzen darüber, ob der Weg, den der Gesetzentwurf, den wir heute erneut diskutieren, einen sinnvollen Beitrag zur Lösung des Problems leisten kann. Darüber gibt es einen Dissens. Und auch der Auffassung der Landesregierung nach ist dieser Gesetzentwurf jedenfalls nicht geeignet, zur Lösung des Problems sinnvoll beizutragen. Er ist bürokratisch, er will vor allem eine neue Struktur schaffen. Und wir schätzen es so ein, dass diese Struktur eher dazu geeignet wäre, sich selbst zu verwalten, als Menschen wirklich und konkret zu helfen. Und deshalb lassen Sie uns mal nach vorne schauen, wie es anders gehen könnte. Ich glaube weiterhin, wie auch schon bei der Debatte zuletzt, dass es eine Lösung dieses Problems nur gemeinsam mit den Krankenversicherungen geben kann. Unser Sozialversicherungssystem ist darauf ausgerichtet, dass alle Personen daran teilhaben. Deshalb gibt es eine Krankenversicherungspflicht. Und unser Ziel muss doch deshalb sein, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass auch möglichst viele Menschen den Weg in die Krankenversicherung bewältigen können. Dazu wollen wir beitragen. Der Kollege Bocklet hat aber völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das auch nur innerhalb des begrenzten Spielraums geht, den die Länder im Feld der Krankenversicherung haben. Denn es ist auch da ein Feld, das im Wesentlichen durch Bundesrecht geprägt ist. Dieser Spielraum ist überschaubar groß, er ist aber meines Erachtens größer, als er in diesem Gesetzentwurf genutzt wird, weil er sehr auf die Beratung im Einzelfall ausgerichtet ist. Und deshalb, auch das wurde gesagt, werden wir noch in diesem Jahr ein weiteres Gespräch mit den Spitzen der Krankenkassen in Hessen führen, auch zu diesem Thema, und wir werden deren Ansätze zur Lösung des Problems einbeziehen und mitdiskutieren. Das wird vermutlich das Problem dann auch nicht unmittelbar lösen. Auch das gehört zur Wahrheit. Es gibt allerdings sehr wohl einen Teil der Thematik, der auch einer Lösung auf Landesebene durchaus zugänglich ist. Und daneben arbeiten wir weiter an den spezifischen Angeboten für die einzelnen betroffenen Personengruppen. Weil auch hier noch einmal, es gibt für diese Problematik kein One-Size-Fits-All. Es geht um Gruppen, die sich extrem stark unterscheiden. Und deshalb brauchen wir auch differenzierte Ansätze zur Problemlösung. Für Wohnsitzlose beispielsweise brauchen wir andere Zugangswege als für Studierende, die ihren Krankenversicherungsschutz verloren haben. Das liegt doch völlig auf der Hand. Und deshalb geht es eigentlich unter der Überschrift Menschen ohne Krankenversicherung um eine ganze Fülle unterschiedlicher Themen, die jeweils eine eigene Lösung benötigen. Genau so werden wir uns dieses Themas annehmen und gemeinsam mit den Kassen auf eine Lösung hinarbeiten, die den Menschen wirklich hilft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es hat sich noch gemeldet die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister, Sie sagen, Sie wollen nicht, dass Menschen hier krankenversicherungsmäßig gesundheitlich unterversorgt, nicht versorgt werden. Es ist aber so zurzeit. Genauso passiert es, genauso haben uns das die Anzuhörenden geschildert, obwohl die Anzuhörenden meistens aus den Wohlfahrtsverbänden, aus den Straßenambulanzen sind. Sie haben gesagt, sie sind nicht mehr in der Lage, diese Leistungen zu erbringen, die notwendig sind, um den Menschen eine gesundheitliche Versorgung zukommen zu lassen, weil ihre Mittel begrenzt sind, weil ihre Ressourcen begrenzt sind.
begrenzt sind. Sie werben selber das Geld ein, die Spenden ein. Mit Ihren eigenen Händen werben Sie die Spenden ein, die Sie brauchen, um den Leuten eine Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen. Aber dieses Geld ist nicht mehr ausreichend. Und Sie haben uns wirklich hier dringlichst gebeten, etwas zu tun. Weiß ich nicht, so ganz ernst scheinen Sie es nicht genommen zu haben. Ich bin ja erfreut, dass Sie einige Impulse zumindest gerade aufnehmen, auch mit den Krankenkassen über das Thema reden. Nein, wäre lange genug schon Zeit gewesen, aber es ist ja gut, wenn es schon mal passiert. Ich will mich ja noch mal jetzt an diesen Themen abarbeiten. Herr Dr. Bartelt hat Gott sei Dank das ganz sortiert und auch deutlich gemacht, was Sie jetzt vorhaben. Also es geht um den Behandlungsfonds. Da will ich nur sagen, unser Gesetzentwurf hat einen Kostenfaktor von 6,8 Millionen und nicht von 8 Millionen. Man muss nicht immer gleich draufschlagen. Der große Teil ist der Behandlungsfonds. Und Sie werden auch Geld in den Behandlungsfonds reinstecken müssen. Und das ist die zentrale Frage. Und dieser Fonds wird so lange notwendig sein, bis wir es nicht schaffen, auf Bundesebene oder vielleicht sogar auf EU-Ebene eine tatsächlich sachgerechte Lösung zu finden. Und solange werden Sie das Geld auch dafür verbrauchen müssen. Dann werfen Sie uns bitte nicht vor, dass wir hier unnötig Geld verschwenden würden, weil Sie werden dieses Geld genauso ansetzen müssen. So, die zweite Frage, der zweite Punkt ist, wie die Institutionen, die jetzt gerade schon tätig sind in dieser Frage der Gesundheitsversorgung für Nichtversicherte, unterstützt werden können. Sie nennen dann die kommunalen Gesundheitsämter. Ganz schlecht, die sind gerade mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Es gibt genau ein Gesundheitsamt, das sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat, bis zu Beginn der Pandemie. Die mussten auch aus ihrem Bereich Leute abziehen, um die Pandemiefolgen zu bearbeiten. Also passiert dort auch nur noch ein Teil davon. Die Wohlfahrtsverbände, das sind fast alles Ehrenamtliche. Sie haben doch gehört, die haben doch die Malteser hier gehört, wie sie gesagt haben, wir brauchen dringlichst dieses Gesetz. Wir brauchen dringlichst die Clearingstellen. Es ist extremst notwendig. Also ich denke, so viele Superlative kann man gar nicht da dran setzen. Die sagen, wir machen zwar, aber wir sind weit über unsere Grenze hinaus und wir können das auch unseren Ehrenamtlichen nicht mehr zumuten, sagen zu müssen, nein, für diese OP, für diese Behandlung ist kein Geld mehr da. Wir müssen den Menschen sterben oder leiden lassen. Und das gilt auch für die Notfallversorgung. Herr Bocklet, ich habe es Ihnen versucht, im Ausschuss zu erklären. Es ist nur eine Notfallversorgung. Dann rennen die Leute halt nicht nur ohne Zähne rum, sondern sie rennen dann auch ohne Niere oder andere Teile des Körpers rum, weil nur der Notfall versorgt worden ist, aber keine längerfristige tatsächliche Behandlung und schon gar nicht von chronischen Erkrankungen möglich ist. Gucken Sie sich bitte mal die Realität an. Können Sie eigentlich schon im Asylbewerberleistungsgesetz gehört haben, zumindest, wenn man es nicht weiß. Also das ist so eindeutig, dass es keine Versorgung ist, die eine normale Versorgung ist, sondern nur für den akuten Notfall. Und dann wird eine Schmerzbehandlung gemacht und nichts weiter und nichts darüber hinaus. Wir sind ja voll dafür, dass sich auf gesetzlicher Ebene was ändert, auf Bundesebene was ändert. Das ist ja notwendig. Aber bis wir das schaffen, brauchen wir hier dieses Clearing auf der regionalen Ebene. Wir können das Gesetz ja gerne befristen. Und ich denke, bei einer 7-Jahre-Befristung sind wir wahrscheinlich gar nicht schlecht dran. Bis wir auf EU-Ebene schon gar nicht, also bis das dann ist, das dauert noch ewig, aber auch auf Bundesebene, weil daran wird ja schon ewig gearbeitet, noch mal ein Beitragsschuldenerlassgesetz auf den Weg zu bringen. Das hat ja noch nicht stattgefunden. Und auch insgesamt die Frage, wie kann dieser Gesetz Krankenversicherungsschutz für alle tatsächlich umgesetzt werden. Da gibt es ja schon Anträge, auch von unserer Bundestagsfraktion. Das ist bisher samt und sonders abgelehnt worden. Wenn Sie Ihren Einfluss da geltend machen, ja gerne, würde mich sehr freuen. Aber ich glaube, wir werden darauf noch ein bisschen warten müssen. Und wir müssen so lange hier in Hessen Lösungen schaffen. Und es ist nichts nachhaltiger, als die Leute tatsächlich in die Krankenversicherung wieder hineinzubringen. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Ja, ein anonymer Krankenschein.
alles nur eine vorübergehende Lösung für den Einzelfall, für die einzelne Situation. Wenn die Leute wieder krankenversichert sind, dann ist das Problem grundsätzlich gelöst. Und genau die Clearingstellen sollen diese grundsätzliche Lösung der Probleme der Menschen hervorbringen. Und deswegen, denke ich, wäre es dringend notwendig, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Danke schön. Danke, Frau Kollegin Böhm. Damit sind wir am Ende der Aussprache zum Tagesordnungspunkt 18. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs gewesen. Zur Abstimmung kommen wir nachher.